Hallo Ali, willkommen beim neuen Lenkbach-Vlog. Heute mit der Lösung für alles. Ich weiß, das habe ich schon öfter gesagt, aber heute ist wirklich die Lösung für alles. Pass mal auf. Wir wissen ja rein wissenschaftlich und von uns überhaupt, dass die Tatsache, dass die Menschen Tiere essen, ein gewisses Problem darstellt, denn die Menschen sind inzwischen so zahlreich, dass sie so viele Tiere essen, dass sehr viel Fläche der Erdoberfläche verwendet wird, um Tierfutter zu produzieren. Jetzt wäre die einfachste Lösung, dass man einfach sagt, die Tiere kriegen nur mehr Steine zu essen. Nein, Scherz, Scherz. Die einfachste Lösung wäre jetzt also, wir müssen anders anfangen. Warum essen denn die Menschen Fleisch? Na, weil es ihnen schmeckt. Ich habe das gerade getestet in einem hochwissenschaftlichen Versuch. Mein Sohn fragt, ob er sich eine Scheibe Wurst nehmen darf bei einem Buffet. Und die instinktive Antwort meinerseits ist natürlich nein. Ich sage das aber nicht, sondern ich sage, frag mal die Mama. Und die Mama sagt dann instinktiv nein, das weiß ich ja. Und dann bespreche ich es mit der Mama und wir kommen zur Kenntnis, dass das falsch ist, dass wir dann Nein sagen, weil das Kind darf es schon essen. Ne? Ja. Und dann sagen wir ja. Dann holt das Kind die Scheibe Wurst und sagt, ist das lecker. So, also das große Problem ist, dass Fleischprodukte schmecken. Logische Schlussfolgerung. Man kriegt die Menschen nur so dahin, dass sie kein Fleisch mehr essen, indem man das Fleisch so verändert, dass es nicht mehr schmeckt. Alternativ könnte man natürlich den Geschmack der Menschen verändern, also sozusagen irgendwas in die Luft tun, dass die das dann im Körper haben und dann schmeckt das Fleisch nicht. Ist aber eher umständlich. Ne? Und da haben wir gedacht, wäre doch am einfachsten, wenn man es hinkriegt, dass das Soja und der Mais so sind, dass wenn sie gefressen werden, dann im Körper eine Reaktion auslösen, dass das Fleisch den Geschmack verändert in eine Richtung, die dann nicht mehr gut ist. Zum Beispiel nach Grapefruit. Wenn du dann Fleisch isst, dann hast du den Mund voller Grapefruit-Zeugs. Das wäre die Lösung. Die Frage ist nur, wie stellt man es an? Denn wenn man jetzt Monsanto sagt, hey Freunde, ihr müsst jetzt eure Getreide- und Maisproduktion so verändern, dass das nach Grapefruit schmeckt dann, wenn man das Fleisch isst, dann wird uns Monsanto was pfeifen, weil die leben ja davon, ne? Also habe ich mir gedacht, mache ich einen Aufruf an den Verein gegen Tierfabriken hier an dieser Stelle ganz offiziell. Kümmert euch darum, dass das Tierfutter so ist, dass die Viecher dann anders schmecken. Dann habt ihr kein Problem mehr und ihr braucht auch nicht mehr vereinisieren. Das hätte sogar den Ultra-Mega-Hyper-Nebeneffekt, dass die 30 Bergbauern in Österreich, die noch die Viecher wirklich auf die Alm stellen und im Winter mit Heu füttern und nichts zufüttern, also vergleichbar mit unseren Pferden, die wir mal hatten, die nur Heu und Gras fraßen, dass die dann schon nach Fleisch schmecken, nach gutem Fleisch, ne? Dann würden diese 30 Bergbauern so richtig okayschen. Weil die könnten dann verlangen, was sie wollen für das Fleisch. Und dann würde man vielleicht für Fleisch ähnlich viel bezahlen wie für Gold. Wäre das nicht ein Ansatz? Denkt's mal drüber nach. Die logische Lösung ist, das Fleisch zu verändern, nicht den Menschen. Den Menschen kann man nicht verändern. Das sehe ich auch an mir. Ich war gerade beim Frühstück und habe, obwohl ich vorgestern ein wirklich sehr unangenehmes, längeres Erlebnis mit Eiprodukten hatte, heute wieder Ei gefrühstückt und wieder zu viel davon.
So viel glorreiche Information hier am Morgen. Hallo, Halli! 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 Hallo, Halli, da bin ich wieder. Heute reden wir über Füße, liebe Freunde. Mein Sohn ist nämlich gerade bei einem Computerspieltisch gewesen, der nicht funktioniert. Und ich habe gemeint, ich steck's den mal ab und an. Und die Füße haben gesagt, nö. Ja, so ist das. Was könnte man sonst noch besprechen? Das mit dem Fleisch, überlegt mal. Das wäre doch eine super Sache, wenn die Menschen einfach kein Fleisch mehr fressen. Was wir Platz hätten. Also überleg mal, wie günstig ich dann so einen Kuh- oder Stierstall kriegen würde fürs Museum. Also da würden diese Riesenhallen, diese Ställe, die würden wertlos sein. Also das wäre ja wunderbar. Da könnte man Wohnungen reinbauen und die, ja, was machen wir dann? Ich glaube, das ist natürlich eine andere Frage. Interessant wäre, wie viele Menschen würden, wenn ihnen Fleisch nicht mehr schmeckt, den Freitod wählen? Weil das ist ja auch so ein Suchtmittel, ihr wisst eh, so wie auch die Süßkram-Geschichten, von denen ich mich gerade ziemlich distanziere. Ja, auch im Hotel. Also, das wäre schon interessant, was das, könnte man, glaubt ihr, kann man das berechnen? Ich meine, man könnte ja schon mal ausrechnen, was los wäre, wenn es keinen Tabak mehr gäbe. Wobei inzwischen ist das mit dem Tabak ja nicht mehr so ein Problem, weil es ja diese E-Zigaretten und da tun sie ja alles Mögliche rein. Da ist ja nicht nur Tabak drinnen, sondern auch Heu und Kirschblüten und sonstig. Kirschblüten-Chick. Das war auch Ansatz, oder? Gibt's sowas? Gibt's ja Kirschblüten-Chick? Naja. Jedenfalls finde ich das sehr aufregend und von und zu überhaupt. Man sollte sich da wirklich im großen Stil Gedanken machen. Und dann als nächstes, wenn man das Soja schon manipuliert und den Mais, dann manipuliert man es gleich auch so, dass Urlaub nicht mehr Spaß macht. Dass die Leute einfach zu Hause bleiben und zu Hause eine schöne Zeit haben. Das wäre doch was. Oder noch einen Schritt weiter. Wir machen es nicht mehr so, dass die Menschen alle mit Unmengen Autos und Flugzeugen in den Urlaub fahren, sondern dass der Urlaub zu den Menschen kommt. Das wäre ein Konzept. So wie ein Vergnügungspark, so ein Jahrmarkt, ein Volksfest, dass die Hotels einfach in Form von Containern, das wäre ja kein Problem, oder mit Zug, das ist dann ein Ferienzug, der fährt ein in Neulenkbach, 2 Wochen ist er da, alles andere wird zugesperrt, da steht jetzt der Zug, da gibt es auch kein Arbeiten mehr in dieser Woche und in den Zug gibt es dann das Frühstücksbuffet und den Indoor-Spielplatz und den Pool und alles das im Zug, das wäre doch nett, oder? Ja, aber da wäre es, glaube ich, besser für die Menschheit, wenn der Zug dann, während sie drin sind, auch vielleicht nach Salzburg fährt oder so. Was willst du in Salzburg, wenn alles im Zug ist? Naja, Sehenswürdigkeiten. Ja, das Spielzeugmuseum kann ja auch im Zug kommen. Ach so. Da gibt es einen Zug, der ist das Spielzeugmuseum und jedes Wochenende, jeden Sonntag steht er in einem anderen Ort und dann gehen die Leute von dem Ort, so wie in einem Zirkus, in den Spielzeug. Das wäre auch fürs Kindergarten ein gutes Konzept. Mhm. Vielleicht soll, was, das wäre aber was, oder? Und dann fahren wir gleich mal drüber nach Bayern, wenn wir über die Grenze kommen. Und dann bleiben wir da in, wo ist er? In Laufen. In Laufen? Da fahren wir nach Laufen? Ja? Und dann machen wir ein Meet and Greet mit Feed. Meet and Greet und Food und Essen. Und alles gut. So machen wir das. Und der Gabriel ladet uns ein. Das ist ein schönes Konzept. Ich finde das schön. Ja, wir müssen ein bisschen kreativer denken, sage ich euch. Dieses Stationäre ist ja idiotisch, ne? Alle Leute pilgern irgendwo hin, um dort zu sein, weil dort irgendein Dingsdibumst ist. Das verursacht ja Unmengen Verkehr. Wenn du jetzt gegenrechnest und sagst, okay, Museum, ich meine,
ja, ein Pool ist schwer im Zug, ja. Es ist auch sicher schwer, andere Sachen in den Zug. Aber ein Frühstücksbuffet ist ja perfekt. Da steigst du vorne in den Zug ein, gehst durch, wo die ganzen Futterdinge aufgestellt sind und im letzten Wagen sitzt. Wenn du nochmal willst, gehst du nochmal außen vor und gehst nochmal durch. Das ist ja eine super Sache. Da brauchst du nicht in ein Hotel fahren dafür. Du brauchst doch nicht für ein schönes Zimmer ins Hotel fahren. Das kann genauso im Zug sein. Ja, kann ja gemütlich. Es ist die Breite vielleicht nicht ganz so tief, dann sind es halt hintereinander die Räume. Ist ja kein Problem. Und du kannst auch ein Museum problemlos in einen Zug packen. Eine Therme wird schwieriger, ja, aber Tatsache, wenn du dann einmal im Jahr in die Therme fährst, wird es nicht so problematisch sein. Aber diese ganzen anderen Geschichten, Reptilienzoo, kann im Zug fahren. Hm? Ja, das wäre vielleicht die Zukunft der Bahn. Und dann wäre auch das Problem mit dem Gegenverkehr gelöst, weil der Zug, der könnte ja einfach, wenn jeder Zug immer eine Station weiterfährt, ja, dann kommt ja keiner mehr entgegen. Und was macht man dann bei der Endstation? Bei der Endstation? Man kann ja, naja, es geht ja immer irgendwie weiter. In der Endstation geht es eine andere Bahnlinie dann Richtung Graz, dann fährt er halt da runter weiter. Ja, eh, aber da sind ja dann die Gleise aus. Wieso sollten die Gleise aus sein? Wenn die Gleise aus wären, dann gibt es nur einen Zug auf einer Strecke und nicht ganz europaweit Zugstrecken. Ja, aber die sind ja nicht verbunden. Ja, sicher sind die verbunden. Ich meine, hallo! Wie die Straßen, die sind ja auch verbunden. Alle? Ziemlich alle, ja. Nicht ganz alle, aber ziemlich alle. Okay. Ja? Dann geht's. Das, so machen wir das jetzt. Das ist die glorreiche Schlussfolgerung. Das ist die Entscheidung, so machen wir das. Und wenn es euch nicht passt, dann fahrt nach Amerika, weil dort machen sie das mit Schiffen. So, Punkt. Mit Schiffen wäre es noch einfacher. Die können breiter sein. Ja, aber da kommt man nicht in jeden Ort. Man kommt immer irgendwie rum. Man kommt rum. Wir kommen rum. Hallo, ihr Lieben. Das Wetter vom 25.07.2024 für Bulgarien. Die sind an der Griechenland und an der Türkei dran. Die haben überhaupt keine Hemmungen. Das Wetter für Sofia, das ist nämlich die Hauptstadt. Temperatur derzeit so 28 Grad. Nein, stimmt nicht. Derzeit so zwischen 13 und 28 Grad. Ganz toll. Es wird ein bisschen wärmer und dann wird es wieder ein bisschen kühler. Keine Ahnung, warum das eine andere Wettervorherschlagung ist. Aber damit müssen wir leben. Ich bin voll im Stress, habe keine Zeit für euch und deshalb in diesem Sinne bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal. Hallo, Halli. 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 Da bin ich wieder.